Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. Wir befinden uns momentan mitten in einem Turnier, sind jetzt im dritten Rennen von vier und machen als nächstes die Strecke Autumn Crossing mit einer Runde. Wir führen momentan mit 3 Punkten, auf dem ersten Platz natürlich, vor Terror. Und wir machen gleich weiter. Wir nehmen natürlich wieder den McLaren F1. Diesmal mit weißer Lackierung, ja, oder grau besser gesagt. Los geht's. So, Startfeld, Autumn Crossing, da sind wir. Es geht los. Wieder die Sprintstrecke. East am Start. Da war eine Abkürzung, die ich jetzt leider verpasst habe. Egal. Aber hier ist ja noch eine. Die ist wahrscheinlich sogar besser, ne, als die andere. Das kann sein. War es wahrscheinlich sogar besser, dass ich die genommen habe. Statt der anderen. So, und wir haben ja gelernt in den letzten beiden Rennen, dass es wirklich sehr viel ausmacht, direkt am Anfang schon die Führung zu behalten einfach oder eben zu bekommen, wenn man sie noch nicht hat. Ich hatte jetzt ja schon die Führung, da ich auf dem ersten Platz gestartet bin. Aber wenn man am Anfang den Anschluss verliert, dann hat man oftmals schlechte Karten für das Rennen. Deswegen muss man das tun, nichts verneiden. Und vielleicht sogar das Rennen neu starten, wenn man den Anschluss verloren hat am Anfang. So, aber für mich sieht es jetzt hier eigentlich sehr gut wieder aus. Die Gegner sind alle recht nah beisammen. Ich bin der Einzige, der etwas weiter entfernt ist. So. Boah, oh Gott. Ey, komm schon. Die Kurve war fies. Auf jeden Fall. So, naja. Hab sie auch nicht so gut genommen, natürlich. So. Moment. Ach Mist. Links wäre die Abkürzung gewesen. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht so schlimm. Oh. Fahren die Leute lang. Oh Gott. Ja. Und da bin ich gerade schon fast meine Führung los. Aber auch nur fast. Oh Gott, ich darf die Führung nicht verlieren, Leute. Ich will sie nicht verlieren. Wobei das jetzt gar nicht so schlimm wäre. Ich glaube, Zweiter kann ich auch werden. Aber sicher ist sicher. So, da vorne ist das Ziel. Gleich beim ersten Versuch geschafft. Schön. Sehr schön. Dann huse ruhig. Okay. 2100 Punkte. Wir haben fast die 2 Millionen, aber noch nicht ganz. Gespeichert und nächstes Rennen. So, das letzte Rennen. Ich führe jetzt mit 4 Punkten. Scenic Drive mit einer Runde. Nehmen wir. Was nehmen wir jetzt für eine Farbe? Wieder rot. Ja. Los geht's. So, Startfeld, Scenic Drive. Wir legen los. So, können wir hier gleich eine Abkürzung nehmen? Ah, ne, es ist gar keine, ne? Das ist gar keine Abkürzung. Nein, wir dürfen nicht den Anschluss verlieren, Leute. Das ist ganz wichtig. Oh, Gott, da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden, wo ich lang will. Aber eigentlich ist es, glaube ich, sogar besser, wenn man mit so einem Schnellwagen wirklich auf der Straße bleibt, weil man da einfach einen besseren Grip hat. Und dementsprechend auch schneller unterwegs sein kann. Man sieht es ja jetzt auch. Die Gegner sind da anscheinend ja, durch die Abkürzung gefahren. Und waren damit jetzt auch gar nicht mal so schnell dabei. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich, wenn man hier nicht diese Waldwege nimmt. Sondern echt hier auf den asphaltierten Straßen bleibt. Weil die einfach besser für das Fahrzeug geeignet sind. Mal gucken, ja. Kann ja mal einen Test machen jetzt. Also ich bleibe auf jeden Fall bis jetzt immer noch im ersten Platz. Obwohl die anderen Leute da eine relativ große Abkürzung sogar genommen haben, aber tja, das hat in dem Moment nichts zur Sache getan. Okay, das war jetzt aber blöd, dass ich hier nur im Weg gefahren bin. Ich glaube, da war sogar asphaltiert, oder? Auf der rechten Seite. Ja, so wie es hier auch asphaltiert ist. Naja, okay. Macht nichts, wir sind ja immer noch Erster. Momentan zumindest. So, na, so asphaltierte Abkürzung sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Aber diese Waldwege, bin ich nicht so ein Freund von. Muss ich ehrlich sagen. So, dann nehmen wieder Leute den Waldweg. Aber es scheint ihnen nicht wirklich was zu bringen. Bisher. Ja. Das unterstützt doch meine Aussage. Okay, 2 Minuten 30 sind wir im Rennen. Da vorne ist das Ziel. Erster Platz. Schön. Erster Versuch gleich geschafft. Und
Somit haben wir jetzt auch das Turnier abgeschlossen. 152.100 Punkte. Jetzt haben wir auch die 2 Millionen geknackt. 2.109.350 haben wir jetzt auf der NFS-Bank. Ganz genau, Goldmedaille haben wir gewonnen. Gespeichert und Rennende. So, mal gucken, was haben wir jetzt für einen Abstand gehabt. Boah, 7 Punkte zu Terror. Nicht schlecht. Das ist echt eine Menge. Ja, und als nächstes geht es gleich weiter mit dem nächsten Turnier. Yay, Meisterschaftsturnier 1. Dies ist das erste Meisterschaftsturnier. In dieser Herausforderung trittst du in 4 Rennen gegen die allerbesten Fahrer an. Wenn ich mir mal die Position des Events hier so in der Liste anschaue, dann glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Je besser du in einem Rennen abschneidest, desto mehr Punkte erhältst du. Eine Medaille gibt es nur, wenn du in der Endwertung auf einem der ersten 3 Plätze landest. 7500 Punkte gibt es hier, nur für Gold, okay. 4 Rennen wieder. Island Outskirts, 2 Runden. Okay. So, Opel Speedster, Lotus Elise, Vauxhall VX220. Und das war's, okay, die 3 Wagen haben wir zur Auswahl. Mal gucken, was haben wir denn hier? Höchstgeschwindigkeit 220, Lotus Elise. Höchstgeschwindigkeit 200, das ist schon mal schlechter. Und Vauxhall 220, VX220. Hier haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 217. Okay, dann ist der Opel Speedster hier anscheinend der schnellste, so wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja, okay, dann nehmen wir den. Farbe. Grün. Ist mir ehrlich gesagt egal. Nehmen wir grün. Los geht's. So, da sind wir im Startfeld. Island Outskirts. Lila, Andros und Boris haben den Speedster genommen, genau wie ich. Terror und Jack den VX 220 und Gaul und Ewan die Lotus Elise. Okidoki. So, 2 Runden. Gleich wieder ein Turnier. 2 Turniere hintereinander hier. Was ein Zufall, ne? Dass jetzt gleich das nächste Turnier kommt, aber das sollte jetzt hier wieder sehr einfach werden. Das ist ja wieder sehr weit oben angesiedelt in der Liste, also ich schätze mal, da sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Ja, so ist es auch. Wir sind schon Erste geworden und wir sollen jetzt 2 Runden fahren auf der Strecke. Mal schauen, wie lang eine Runde hier so wird. Boah, die Leute sind halt echt so langsam, ne? Ich sehe, schon jetzt sehe ich die Leute nicht mehr auf der Karte und wir sind gerade mal noch nicht mal eine Minute im Rennen. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Tja. Naja, so ist das eben. Wenn man hier die 100% abschließen will, dann muss man da durch. Und im nächsten Need for Speed Teil, Need for Speed Underground, ist ja der Nachfolger, wo ich das Let's Play ja auch schon begonnen habe. Da sollte das Ganze noch etwas besser auch sein von der Schwierigkeit her, weil man da ja viel eingeschränkter ist in der Reihenfolge, Rennen absolviert. Und deswegen ist das, glaube ich, mit der Schwierigkeit auch etwas besser angepasst, weil dann wirklich am Ende die schweren Rennen kommen und am Anfang noch zum Reinkommen erstmal die leichteren Rennen. Aber hier ist es ja so, ich meine, ich könnte es so machen, dass ich erstmal die ganzen leichten Rennen mache, nur aber das ist dann so unabwechslungsreich, finde ich, weil man fährt dann auch immer so mit den fast identischen Wagen und wie gesagt, es ist einfach unabwechslungsreich. Aber so auf die Weise, wie ich es jetzt eben mache, ist es ja natürlich so, dass wir immer mal wieder dann zwischendurch wieder plötzlich ganz einfache Rennen haben, die, wenn man mal ehrlich sind, einfach nur Fleißarbeit sind und nicht irgendwie anspruchsvoll. So wie das hier jetzt auch wieder. Das ist einfach nur Fleißarbeit. Also, ne? So, da vorne ist die erste Runde vorbei. Wir sind schon wieder 3 Minuten im Rennen. Mal schauen, was kriegen wir für eine Bestzeit. 3-3-9-6. Alles klar. So, und ich gebe wirklich voll Gas. Aber der Wagen kann nicht viel mehr als 200. Ist natürlich jetzt schon ein Unterschied zu dem Event, was wir davor gefahren sind. So. Big Kahuma hatten wir da. The People That We Love. Ja, mittlerweile kenne ich die Musik auch schon auswendig. So gefühlt. Und bei dem Spiel war es echt noch nicht so bisher, dass ich irgendein Lied stumm schalten musste oder so. Anders ja als beim Need for Speed Underground, wo ich bereits 2 Lieder, glaube ich, stumm schalten musste. Oder war es ein Lied? Ich weiß es gerade nicht. Hier auf jeden Fall noch kein einziges Lied.
was ich irgendwie nicht in meinem Video verwenden durfte quasi. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier eine noch bessere Rundenzeit aufstellen können. Das möchte ich natürlich schon immer versuchen. Denn irgendeine Challenge braucht es hier trotzdem. Die KI-Gegner sind ja jetzt nicht so schwierig, deswegen muss man sich halt irgendwas anderes suchen, was ein bisschen fordert. Und hier wird mir jetzt seltsamerweise wieder die Gesamtzeit angezeigt. Sonst wird einem doch immer die, also manchmal wird einem die Rundenzeit angezeigt, oben rechts. Und dann bei anderen Rennen wieder die Gesamtzeit nur. Ich würde auch gerne mal wissen, wovon das eigentlich abhängig ist. Ist das vom Renntyp abhängig? Oh, da haben sie sich gerade nach vorne geportet. Habt ihr das gesehen, Leute, auf der Karte? Wie sie sich da alle hintereinander nach vorne geportet haben? Ey, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht, Leute. Naja, ich glaube, dass hier trotzdem der Sieger feststeht. Und zwar ist das meine Wenigkeit. 100 Punkte, yay. So, okay, 1100 Punkte gibt's dafür gespeichert und nächstes Rennen. So, schaffen wir noch ein weiteres Rennen? Ja, komm, hauen wir noch rein. Jetzt ein Punkt Vorsprung vor Andros Autumn Crossing mit einer Runde. Ist die nächste Strecke, okay. Ist es jetzt nochmal die gleiche Strecke, die wir auch im anderen Turnier gefahren sind? Ich hoffe nicht, ey. So, wir nehmen wieder den gleichen Wagen. Nehmen wir jetzt mal blau. Los geht's. So, Startfeld, Autumn Crossing. Wir schauen mal. Hier müssen wir nur eine Runde fahren. Nur in Anführungszeichen, denn wir wissen ja gar nicht, wie lange hier eine Runde überhaupt geht. Ne? Und sind wir mit dem Wagen überhaupt schon mal in der blauen Lackierung gefahren? Gute Frage, ne? Glaube nämlich gerade nicht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Spielt ja eigentlich auch keine Rolle. So. Die anderen Gegner lassen wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Finde ich gut. Ach ja. Es ist halt echt momentan so ein bisschen anspruchslos. Die Rennen, die wir hier momentan fahren. Finde ich schade, ehrlich gesagt. Also, dass die Leute, die hier gerne die 100% haben wollen, quasi so abgespeist werden. Mit halt Rennen, die schon ziemlich repetitiv sind. Also das würde ich auch eher als einen negativen Punkt auffassen für das Spiel. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich finde, anstatt, also ähnlich wie bei Fuel, falls ihr das Let's Play gesehen habt, wo man auch, wo man ja diese riesige Spielwelt hat, aber es ist halt kaum was in dieser Spielwelt drin. Also man kann da nicht so viel finden oder man kann da nicht so viel machen, außer halt Rennen fahren und ein paar kleine Sammelobjekte finden. Aber das wiegt das halt nicht auf, quasi wie groß diese Welt ist. Ich meine, wenn man wirklich eine große Spielwelt macht, dann muss man auch wirklich darauf achten, dass es überall was zu finden gibt. Dass man überall was machen kann, weil sonst bringt es einem nicht wirklich was. Also man, sonst hat man zwar eine große Welt, aber das nervt dann eher, dass man quasi immer so ewig braucht, bis man mal von A nach B gefahren ist, ohne dass man zwischendurch irgendwas, ja, irgendeine Beschäftigung hat quasi. Weil einfach nur fahren ist ja ganz nett, aber es ist halt nicht wirklich spannend dann. Und so ist es halt auch in dem Spiel, sie haben halt so viele Events hier reingepackt, aber ich finde, die einzelnen Events unterscheiden sich nicht stark genug voneinander. Ich finde, man hätte lieber die Hälfte der Events nur machen sollen oder noch weniger am besten. Dann wäre das einfach insgesamt spannender gewesen. Weil man dann nicht immer wieder so repetitive Events gemacht hätte, die halt so ähnlich sind. Halt ein bisschen anders, aber schon im Großen und Ganzen ziemlich ähnlich. So, 1050 Punkte. Nächstes Rennen, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, das nächste Rennen. Nächste Strecke ist Wine Country mit 2 Runden. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Andros, führen momentan das Feld an. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter mit Need for Speed Hot Pursuit 2. Ich bedanke mich fürs Ansehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir werden nicht vergessen, also dann bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja, wir sind schon wieder mitten in einem Turnier. Genau wie in der letzten Folge auch.
Wir sind momentan beim dritten Rennen von vier, fahren jetzt auf der Strecke Wine Country mit zwei Runden, haben drei Punkte Vorsprung vor Andros und führen momentan das Feld an. Ja, wir nehmen wieder den Opel Speedstar, jetzt mit einer anderen Farbe. Tja, was nehmen wir? Gelb? Ja, nehmen wir gelb. Los geht's. So, wir sind im Startfeld Wine Country. Los geht's. Oh, der das gehört, der Counter am Anfang hat, der hat gehallt, weil wir hier in der Nähe des Tunnels sind. Da muss man sich eigentlich mal überlegen, eigentlich macht das doch gar keinen Sinn, weil dann müsste es ja so sein, dass dieser Startsound, also dieses Piepen, wenn der Counter runterzählt, dann müsste es ja irgendwie in der Spielwelt ausgegeben sein, also durch irgendwelche Lautsprecher oder so. Aber ehrlich gesagt sehe ich die hier nirgends. Also irgendwo müssen die ja dann sein, wenn es dann halt quasi, wenn dieser Sound kommt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass dieses Geräusch nur, nur virtuell vorhanden ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass es nicht in der Spielwelt wirklich drin ist, sondern dass es virtuell einfach da ist. Aber nein, das Geräusch ist tatsächlich in der Spielwelt vorhanden. Das heißt, da muss irgendwo ein Lautsprecher sein, der das ausgibt. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Zwei Runden fahren wir. Mal gucken, wie lange eine Runde hier dauert. Der erste Platz scheint uns schon mal relativ sicher zu sein. So. Diesen langsamen Wagen fällt es einem auch wirklich nicht schwer, hier gute Rundenzeiten aufzustellen, weil zumindest ich damit, ja, relativ wenige Fehler mache. So. Okay. Hier, schöner Ausblick auf das Meer. Schon ganz nett. Oh, rechts lang. Können ja einfach mal der Musik ein bisschen zuhören. Naja, man hört es ja eigentlich kaum. Naja, obwohl ich den Motorensound schon so leise gemacht habe, ne? Übertönt er immer noch die Musik. Das ist eigentlich echt seltsam. Aber gut. Aber das Lied geht echt ab. Das gefällt mir gut. Und ich glaube, war das nicht sogar das Lied, wo was eigentlich ein ganz anderen Songtext hatte, aber nur für das Spiel jetzt hier, glaube ich, so eine, ja, kinderfreundliche Version quasi erhalten hat. Also glaube ich zumindest, weil auf YouTube kann man sich auch das Original anhören und das ist halt nicht ganz so jugendfreundlich. Ich weiß gar nicht, ob das bei mehreren Liedern eigentlich gemacht wurde. Also es ist ja immer so, dass irgendwelche schlechten Wörter ja rausgefiltert werden bei den Liedern für die Need for Speed Spiele, weil natürlich das Spiel eine USK-Einstufung oder ESRB-Einstufung auch für Kinder noch bekommen soll. Und ja, wenn bei der Prüfung festgestellt wird, dass da eben böse Wörter fallen, dann kriegt es diese Einstufung eben unter Umständen nicht. Was dann eben dazu führt, dass das dann nur für Jugendliche oder so freigegeben wird oder ja. Und dementsprechend dann die Eltern, die das ihren Kindern eventuell kaufen würden, dann davor zurückschrecken und das eben dann nicht kaufen. Was natürlich dann weniger Umsatz bedeuten würde. Ja. So lässt sich das alles zurückführen. Deswegen wird bei den Need for Speed Spielen immer, ja, werden keine schlechten Wörter verwendet. Bei Spielen, die sowieso an ein älteres Publikum gerichtet sind, wo man sich sowieso darüber bewusst ist, dass es eine ab 18 Einstufung bekommt, zum Beispiel, da ist es natürlich dann, da gibt man sich dann natürlich keine Mühe, da irgendwas rauszufiltern. Deswegen, ja. Naja. So, wir sind am Ende des Rennens. Wir haben gewonnen. Ich sehe meine Gegner gar nicht mehr. Mal gucken, wie weit waren sie weg. Ja. Einige Sekunden, auf jeden Fall 16 Sekunden, glaube ich. So, 1100 Punkte. Wir haben jetzt inzwischen schon mehr als 2 Millionen Punkte. Nächstes Rennen. Und dann kommt ja jetzt das letzte Rennen. Ja, 4 Punkte Vorsprung vor Andros. Terror ist diesmal relativ weit abgeschlagen. Coastal Parklands, 2 Runden. Okay. Opel Speedstar. Was nehmen wir jetzt? Rot. Los geht's. So, Startfeld Coastal Parklands. Da sind wir. Das letzte Rennen, das des
ersten Meisterschaftsturniers, obwohl wir das letzte Meisterschaftsturnier bereits abgeschlossen haben. Aber ja, dem Spiel ist es ja anscheinend egal, in welcher Reihenfolge man das alles macht. Naja, zum Teil geht es dann aber auch nicht so richtig auf. Ne? Zum Beispiel sagt, bei manchen Events steht ja dann da, du musst in diesem Rennen zum Beispiel Zweiter werden, um das letzte Event freizuschalten. Dabei muss man das gar nicht, sondern man kann auch einfach das andere Event spielen, mit Gold zum Beispiel, und dann schaltet man es trotzdem frei. Das heißt, dann stimmen zum Teil auch gar nicht mehr die Texte, die bei den Events stehen. Also finde ich ein bisschen seltsam, dass man es dann so frei gemacht hat, wenn die Entwickler eigentlich davon ausgegangen sind anscheinend, dass man die Events alle quasi von links nach rechts und dann von oben nach unten macht. Naja, aber gut. Es sei wie es sei. Ab dem nächsten Titel der Need for Speed Serie ist das Ganze ja etwas anders gehandhabt. Da ist man ja dann sehr stark eingeschränkt, wie man, in welcher Reihenfolge man die Events macht. Ja, ich freue mich auch schon echt drauf, das dann mal weiter zu spielen, Need for Speed Underground. Das Let's Play hab ich ja schon angefangen. Muss ich dann aufgrund von Performance-Problemen pausieren, aber ich glaube, dieses Problem sollte dann eigentlich nicht mehr auftauchen. Dadurch, dass ich jetzt einen neuen Prozessor habe und auch eine andere Problemlösung für dieses Problem, nämlich die CPU-Zugehörigkeit, also die Prozessor-Zugehörigkeit festzulegen auf einen Kern. Das sollte eigentlich auch die Performance nochmal verbessern. Bei solchen anderen alten Anwendungen zumindest. Wie eben diesen alten Spielen. Schade, habe ich es jetzt nicht rechts in die Abkürzung geschafft, egal. Also ich glaube, das sollte dann hinhauen. Ja, aber erstmal müssen wir hier noch einige Events abschließen, bevor es damit dann weitergeht. Aber es sollte ja nicht mehr allzu lang dauern. Wenn wir hier viele Events gleich beim ersten Versuch abschließen, dann haben wir einen recht guten Fortschritt pro Folge. Ich glaube, ich hatte jetzt zuletzt berechnet, dass das Let's Play, wir bis wir alle 66 Events abgeschlossen haben, dass ich dafür ungefähr 53 Folgen brauche insgesamt. Muss ich dann nochmal gucken, ob das so bleibt oder ob das irgendwie nochmal mehr oder weniger wird. Man kann das ja recht einfach berechnen. Dadurch, dass man ja sagt, 66 Events gibt's, dann rechnet man einfach die, wie habe ich das immer gerechnet? Die aktuelle Folgenanzahl geteilt durch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau die Formel, aber man kann das auf jeden Fall recht einfach berechnen. Und wir sind am Ende des Rennens. 8600 Punkte gibt es. Ganz genau gespeichert und Rennende. So. Wir sind fertig. 32 Punkte. Yay. So, Zeitfahren Jaguar XKR. XKR? Oh. Bin ich mit dem überhaupt schon mal gefahren? Doch, ich glaube schon. Spring in den Jaguar XKR und trete zu einem Zeitfahren auf der Strecke Fall Winds an. Du hast 3 Chancen, um eine gute Rundenzeit aufzustellen. Bei einer Zeit von 3 Minuten gibt's Bronze. Eine Rundenzeit von 2 Minuten 50 wird mit Silber belohnt. Liegt deine Rundenzeit bei 2:40, kannst du die Goldmedaille dein eigen nennen. Okay, 2:40 merke ich mir. 15.000 Punkte gibt's für Gold. Alles klar. So, der Jaguar XKR tatsächlich. Ach. Hä? Okay, also ich kenne ja den Jaguar XKR von Need for Speed Most Wanted 2012, aber der hier sieht schon anders aus, eindeutig. Also das ist nicht der auch bei Need for Speed Most Wanted 2012 am Start ist. So, 2:40 war es, ne? Ich darf das nicht vergessen. Komm, nehmen wir mal hier Violett. Los geht's. So, wir sind im Startfeld, Fall Winds. Wir haben 3 Runden Zeit, um eine Rundenzeit von 2 Minuten 40 aufzustellen. Die wollen wir natürlich auch nutzen. Aber auch hier werde ich das wieder rausschneiden, falls ich es schon vorher schaffen sollte. Werde ich dann die restlichen Runden rausschneiden. Mal schauen. Dafür sollten wir uns natürlich jetzt bemühen. Wobei ich es wahrscheinlich in der ersten Runde noch nicht schaffen werde. Weil ich da ja erstmal Gas geben muss. Ich dementsprechend keinen fliegenden Start gibt es ja hier nicht. Deswegen muss man sich erstmal die Zeit zum Beschleunigen nehmen. So. Versuch schon wirklich in eine gute Linie zu fahren.
Und wir schauen mal, was der Timer dann am Ende sagt. Autsch. Ja, möglichst wenig kollidieren natürlich auch. So, hier ist wieder der Hund am Start. So, 2,40 war das. Ja, da müssen wir noch ungefähr 40 Sekunden fahren. Dann sollten wir am Ende sein. Im Idealfall natürlich schon vorher. Natürlich auch hier die Abkürzung mitnehmen. Schalten wir mal auf die Perspektive hier. Und wir haben es geschafft. 2,29, na, das war ja einfach. Okay, dann schneide ich jetzt die restlichen beiden Runden raus und dann seht ihr gleich das Endergebnis. Bis gleich. So Leute, ich bin am Ende angekommen. Hab natürlich keine neue Bestzeit aufgestellt. So, über 7 Minuten hat das jetzt gedauert, ey. Krass. 15.000 Punkte. Ganz genau. Gespeichert und Rennende. So, was haben wir als nächstes? Herausforderung Australien. Ein Einzelrennen auf der Strecke Scenic Drive, bei dem sich herausstellen wird, welcher australische Wagen der beste ist. Zur Auswahl stehen der Ford TS50 und der HSV Coupé GTS. Platziere dich unter den ersten drei, um eine Medaille zu gewinnen. Tja, wollen wir das in der Folge noch anfangen? Oder nicht? Eine sehr gute Frage, Freunde. Ich würde ja fast sagen, nein, aber... HSV Coupé GTS. Geht das denn lang? Ach nee, Leute. Wir machen das in der nächsten Folge. Ja. Machen wir. Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao.